Kanal. Heute bin ich absolut ungeschminkt, denn es hat gefühlte 50 Grad hier in Stuttgart und ich muss euch sagen, ich kann leider nicht vollgeschminkt mit Fake Lashes vor der Kamera sitzen. Ich glaube, dann fliegt mein ab. Und ich habe mir jetzt mein Septum Piercing stechen lassen. Das hat jetzt praktisch, ich habe das mir stechen lassen am Mittwoch dieser Woche und habe praktisch dann zu dem Zeitpunkt des Video rauskommens etwa 4 Tage das Piercing drin. Es gefällt mir unnormal gut. Ich habe jetzt erstmal so ein kleines Hufeisen drin. Da wird aber natürlich noch ein wunderschöner Schmuckstecker kommen. Ich werde euch sehr, sehr gerne meine Erfahrungen weiterteilen. Es ist schon ganz lange ein Traum von mir, dieses echt tolle Piercing zu tragen. Ich bin heute komplett nur eingecremt mit dem Balea Aqua Feuchtigkeitsgelee. Total geil. Also es lässt meine Augen total abschwellen und ich habe für euch heute einen sogenannten Mischmasch-Haul. Einen Mischmasch-Haul, der besteht bei mir immer aus verschiedensten Produkten, die ich den ganzen Monat über eingekauft habe, beziehungsweise jetzt praktisch zu Gehaltseingang eingekauft habe und ich lege dann sowohl Klamotten wie auch Schuhe oder sonst irgendwas alles zusammen und zeige sie euch separat. Bist du noch nicht Abonnent meines Kanals, dann klickt doch unten bitte den Abonnier-Button, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und ich würde mal sagen, let's get started! So, ich habe mich entschieden heute mal für den Primark-Haul. Den mache ich mal zuerst. Ich habe heute dieses Mal bei Primark jetzt nicht so massig viel eingekauft, dass ich jetzt sagen müsste, ich könnte es jetzt auspacken. Es ist jetzt so eine Tüte geworden. Und ich habe mir jetzt auch schon direkt im Wäschekorb stehen, wo meine Katze jetzt drin sitzt. Und zwar das erste Item, was ich euch gerne zeigen würde, das ist sowas, ich will auch, glaube ich, die Bettwäsche haben. Das ist diese Decke hier und könnt ihr das erkennen, da sind kleine Marios und Luigis und Toads drauf und diese ganzen Münzen und Fragekästen und so. Das ist eine Fließdecke, ich glaube 1,20 auf 80 oder so von Primark, die hat 8 Euro gekostet und zwar mein Freund ist ein sehr großer Mario-Fan und ich habe das gesehen, natürlich musste ich es kaufen, das war natürlich keine Frage und auf jeden Fall, die musste mit, die hat 8 Euro gekostet. Und dann habe ich noch, und zwar... Ich muss immer wieder mal abtauchen, Leute, gell? dann habe ich hier Big Water Bottles gekauft. Mein Freund und ich sind jetzt aufgrund von Rückenbildungsgymnastik und natürlich auch zu Diätfragen, selbstverständlich. Ich bin jetzt seit einer ganzen Weile jetzt auf Slow-Diät. Das heißt, ich werde definitiv mein Gewicht reduzieren. Nicht massiv, Leute, weil wir wollen ja nichts sagen, aber ich brauche jetzt keine Größe S mehr. Und ich habe Water Bottles gekauft und die sind sowas von geil. Die kosten 6 Euro, Leute. Und zwar habt ihr hier oben so ein Schnäbelchen und da drinnen habt ihr, wenn ihr seht, so einen Strohhalm. Und da könnt ihr jetzt, glaube ich, schätzungsweise 1,5 Liter Wasser reintun. Macht es zu und könnt ihr auch im Kühlschrank lagern. Ich finde die geil. Ich habe jetzt einmal eine in Pink und einmal einen in Schwarz mitgenommen. Natürlich für meinen Freund, der kann ja wohl schlecht mit dieser rumlaufen. Dann habe ich für meine Tutorials... diese ultimativ süßen Kätzchenohren. Und zwar sind es so Öhrchen, die ich einfach für meine Tutorials benutze. Ich habe irgendwo meine Glitzeröhrchen verlegt. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Diese Katzenöhrchen, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Egal, wo ich hingucke. Die sehen ja ähnlich aus wie die da. Nur halt total bunt. Ich habe keine Ahnung, wo die geblieben sind. I don't know. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese da geholt. Und die finde ich ja wirklich unnormal süß. Und die haben 5 Euro gekostet. Dann habe ich noch einige von diesen Crop-Tops gekauft. Und zwar habe ich solche. Das sind so Spaghetti-Tops, aber kurze in der Größe L. Das sind wirklich tolle Tops, wo ihr anziehen könnt. Ich trage jetzt auch so eins. Das ist einfach für mich sowas von bequem, weil einfach es einfach ultimativ warm wird oft. Ja, und das kann. Davon habe ich auch einige gekauft. Und zwar in einem Khaki und einem Orange. Ich glaube, ich habe noch eine andere Farbe. Nee. Dann habe ich, weil ich ja oft meine Haare zu einem Dutt trage, mir Gummis da gekauft. Und zwar sind das große, sowas wie Invisibobbles, nur in richtig groß. Ich liebe die vom Primark, die halten noch echt gut. Also ich habe da alle Größen von. Dann, sehr wichtig, ich habe da so ein Antiseptikum für mein Piercing bekommen. Sehr wichtig, ich muss das Septum morgens und abends einsprühen, auch sehr pflegen. Aber das muss sein, weil sonst könnt ihr einfach echt... absolut starke Entzündung hervorrufen, gerade weil es in diesem Rotzbereich ist. Dann habe ich hier noch etwas kleinere Invisibobble-Fälschungen sozusagen. Und dann habe ich hier noch ein paar Items, die packe ich mir mal jetzt auf den Tisch. Das ist noch so ein Crop-Top in so einem Khaki, das fand ich auch richtig schön. Und dann habe ich noch ganz coole Items, die ich euch zeigen möchte. So, packe ich mal weg.
Ich habe jetzt von der reduzierten Ware einiges gekauft. Und zwar hatte ich hier so ein Sportteil. Ich habe das auch in so einem geilen Neon-Orange. Und zwar ist das hier so ein, ich weiß noch nicht genau, ach so sieht man das an. Ihr habt das so, das oben ganz normales Oberteil, sehr, sehr locker. Und hinten ist das so in einem welligen Ausschnitt. Ja, das könnt ihr eigentlich anziehen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch zum Beispiel das so anziehen mit dem Ausschnitt oder praktisch von hinten aus. Das hat statt, ich glaube, 7 Euro nur 3 Euro gekostet. Davon habe ich mir zwei gekauft, weil ich habe das schon in Neon und der Stoff ist super angenehm, nicht unangenehm, weil er halt sehr, sehr dünn ist. Und dann fand ich aber es total süß. Die haben dort ähnlich wie dieses Top hier. Also ich kann es euch mal zeigen. Das ist einfach so ein ganz lockeres Top, was so in Lagen gelegt ist, ja. Und ein ähnliches Top habe ich jetzt hier gefunden bei Primark. Das hat nur 5 Euro gekostet. Ich trage das immer in der Größe 44. Normalerweise habe ich 42. Aber weil einfach das so ein bisschen lockerer sitzt und einfach auch in den Armen nicht hängt und so, habe ich mich jetzt für die Größe 44 entschieden. Das ist so ein ganz lockeres Top. Seht ihr mal, so ein richtig flatteriges Oberteil. Das hat 5 Euro gekostet. Beauty habe ich da auch drei Sachen gefunden. Dann habe ich noch ein sehr, sehr süßes Teil, weil ich habe auch zum Beispiel ganz, ganz viele Haremshosen. Und allerdings ist dieses Teil hier ein bisschen lang gebunden. So, und zwar ist das hier einfach so ein Top. Das hat hier oben so, das könnt ihr dann so tief und so hoch machen, wie ihr das wünscht. Und es ist auch ganz locker unten, also nicht so eng. Ich hasse das ja wie die Pest, weil dann sieht man die Speckrollen. Und das zum Beispiel hat mich jetzt nur 3 Euro gekostet. Das ist total. So ein leicht Indie-Print, also total boho-mäßig, also richtig, richtig süß. Und dann habe ich noch ein ganz tolles, also dieses Oberteil, was ich vorher mit den Schmetterlingen hatte, packe ich in so einem Blumenprint. Ich mag lately gerade total grün, ich weiß nicht warum. Ich stehe total auf grün. Ich muss sagen, Primark hat auch immer wieder super Angebote, da bin ich auch immer sehr, sehr froh drüber. Und ich habe was gefunden, Leute. Ich muss sagen, ich habe selten so schöne Lashes gesehen. Schaut euch mal bitte diese Lashes an. Ich habe die, das sind die 3D Femme Lashes. Die sind ganz neu. Das sind False Lashes mit dem, wo ein Kleber drin ist. Und schaut euch mal bitte an, wie fluffig die sind. Das sind praktisch sehr, sehr eng gebundene an einen, an so, also da ist auch ein, das Band ist recht dick, ja. Aber ich komme mit diesen dicken Bündern besser zurecht. Ich werde die auch unbedingt mal testen. Davon habe ich mir zwei mitgenommen. Und zwar gab es diesen Style Femme. Und noch mal einen anderen Style. Da sind praktisch die Wimpern gecrossed. Das sieht sehr natürlich aus. Also die werde ich auf jeden Fall mal tragen. Ich zeige sie euch noch mal vom Namen. Die sind super gebogen und sehr, sehr fluffig. Und die haben mir unnormal gefallen. Daher, ich habe bei Primark zum Beispiel, also solche Sachen zum Beispiel. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt typisch für mich ist, aber ich muss sagen, das hat so mittlerweile einfach so seine Tradition. Und daher stehe ich unnormal auf diese Sachen. Und dann habe ich noch was gefunden, was mir auch sehr gut gefallen hat. Und zwar habe ich für 4 Euro, also übrigens, die kosten 3 Euro, und für 4 Euro zwei Blendepinsel gekauft. Nicht, dass ich nicht schon 100 andere Pinsel hätte, aber Blendepinsel, muss ich sagen, sind immer wieder recht schwer zu finden. Und ich habe das Gefühl, dass ich verdammt gute gefunden habe. Und ich habe mich nicht getäuscht. Jetzt könnte ich mir wieder den Arsch beißen, weil ich jetzt weiß, dass ich jetzt wieder zu wenig gekauft habe. Und zwar sind das hier zwei, das ist der 220er. Und zwar ist das so ein richtig schöner, fluffiger Blendepinsel. Der ist jetzt ein bisschen fester, der ist eher so zum Verblenden von sehr harten Kanten. Und zwar zeige ich euch mal die Köpfe davon. Super, super schön. Also das ist ein nahezu perfekter Blendepinsel. Also wo ihr wirklich hier schön in die Crease reingeht. Der ist auch total weich. Gibt es leider nicht einzeln, gibt es nur im Bundle, aber ich finde 2 Euro für Pinsel echt wenig pro Stück. Und ich muss sagen, wenn der mir gefällt, muss ich leider nochmal zwei Paar kaufen, weil Blendepinsel kann man nie genug haben. Und das war es eigentlich schon von dem Primark-Teil praktisch. Und jetzt gehen wir sehr, sehr gerne zum DM, denn da gab es verdammt viele Neuigkeiten. Als ich den DM einschiebe, war ich natürlich bei meiner Freundin. Und zwar habe ich eine Freundin, die arbeitet bei Kiko. Also ich kriege nichts wirklich günstiger oder so. Also vielleicht mal ein Geschenk oder so. Aber mir ist die neue LE aufgefallen. Und zwar die Jelly Jungle Bronzer. Und ich habe ja die von der letzten LE. Und zwar diese Gold Wave Bronzer. Also ich bin ja so. Oh, ich liebe Bronzer. Und da gab es eine ganz coole Aktion. Wenn ihr zum Beispiel zwei Produkte aus dieser Jingle Jelly Jungle LE gekauft habt, habt ihr
so ein Kosmetiktäschle dazu bekommen. Das fand ich, ist nicht so necessary, aber ich habe jetzt im Internet mir schon mal beide Bronzer angeguckt und ich fand die beide eigentlich richtig, richtig gut. Und da gab es jetzt so ein durchsichtiges Täschle dazu. Das finde ich eigentlich auch ganz geschickt, muss ich sagen, weil ihr habt praktisch wirklich eine anständige Taschengröße, die auch fest praktisch stehen kann. Die hat man jetzt einfach dazu bekommen. Hey, geschenkte Gaul, schaut man nicht ins Maul, das war schon immer so. Und auf jeden Fall habe ich jetzt hier noch zwei Kiko Bronzer. Und da muss ich sagen, Verpackungsopfer. Echt. Also Kiko Bronzer und wie gemeint auch, was ich euch schon mal gesagt habe, so LE Bronzer oder Produkte sind immer spitze bei Kiko. Also, ich fand die Verpackung total geil. Also, ich habe jetzt hier einen Jingle Jungle Maxi Bronzer in Beige Storm. Also, das ist wirklich ein ganz toller Ton. Wenn ich den mir so angucke, hat der so extrem, also er hat gar keinen Schimmer, ja, butterweich und hat eine ganz, ganz tolle Farbe. Und ich bin ja, lately sehe ich ja immer wieder diese Marc Jacobs Coconut Bronzer, wobei ich sagen muss, come on, 50 Euro, also für mich ist das not necessary. Ich habe wirklich 1 Million Bronzer, die wirklich so, so geil sind. Also wenn ihr euch irgendwie was Gutes tun wollt, dann kauft euch diese Too Faced Natural Face Palette. Da kann ich euch nur die 50 Euro ans Herz legen. Und ich habe noch, also übrigens, die riechen auch mega geil. Ich fand diese Verpackung überhaupt nicht billig. Ich weiß nicht warum. Und dann habe ich noch einmal einen schimmrigen Bronzer. Da kann ich euch mal zeigen. Der ist auch wunderschön. Also ich mag den. Der ist wirklich schimmrig. Also wenn ihr den auftragt, da braucht ihr nichts anderes mehr. Und ich habe jetzt einfach mich für beide entschieden, weil da hat man, wenn ihr praktisch zwei Produkte aus dieser Jelly Jungle Reihe kauft, habt ihr die Tasche bekommen. Und ich habe mich jetzt eh in die Bronzer verliebt und habe sozusagen beide gekauft. Jetzt geht's aber zum DM. Im Monat ist natürlich wie immer Chinchilla-Futter mitgekommen. Das muss ich euch aber nicht mehr zeigen. Das ist einfach dieses Hasen- und Meerschweinchenfutter, was ihr auf getreidefreier Basis kaufen könnt. Und ich habe super viele Items gefunden, die ich einfach nur mega cool fand. Zum einen, ich habe natürlich, übrigens, eine Neuigkeit für euch. Schaut mal hier auf dem Bild. Das wird unser neuer Mitbewohner im August. Ich habe ganz, ganz lange, oder schon lange, also das Piercing war zum Beispiel auch ein sehr, sehr emotionaler Part für mich. Ich habe einfach sehr viel Schlechtes und auch sehr viel Gutes erlebt natürlich. Und durch das Piercing fühle ich mich irgendwie total befreit. Ich weiß nicht, bin ich gerade auf einem Rebellionstrip oder auf einem Trip der Befreiung, der Selbstentfaltung? Ich glaube, in die Richtung geht. Und auf jeden Fall zeige ich euch hier ein paar Bilder. Das ist Krishna, kurz Krish. Das ist praktisch unser neues Familienglied, was am 4. August von uns extra aus Österreich nach Hause gefahren wird. Ich freue mich so sehr und hier seht ihr auch den Papa. Er heißt Casanova, ist ein wunderschöner, stattlicher, nach alten Maßstäben gebauter Maine Coon-Kater. Und ich bin so verliebt. Ich habe mir mit meinem Freund einen echten Traum von mir erfüllt. Also meinem Freund, wir haben 5 Katzen. Aber ich muss sagen, ich liebe meine Katzen über alles und ich gebe auch sehr, sehr gerne Geld für sie aus. Und wenn ich sie sehe, ich habe Fenstertüre auf, hier liegen 3 Stück, glotzet mir an, wie ich mich hier in mein Handy einquatsche. Aber das macht nichts. Und ich habe jetzt halt gesehen, es gibt jetzt Entenbrust in Stücke von der Firma Wildes Land. Und zwar sind es hier so getrocknete Entenstücke, wie ihr seht. Ich habe damit von Real Wilderness, vom Fressnapf, super Erfahrungen gemacht. Und das kriegen die jetzt mal zum Snacken, da bin ich mal gespannt. Dann, was ich sehr, sehr gerne mag, sind diese kleinen Spülbalsam. Und zwar habe ich hier einmal Kaktusfeige und Zitrone. Das riecht richtig geil nach Multivitaminsaft. Ich zeige euch das mal so. Und dann habe ich nochmal einen Wasserminze-Rhabarber. Ja, ich finde beide riechen super frisch. Also ich weiß nicht, ich bin glaube einer von diesen. Ich weiß, dass es eigentlich scheißegal ist, wenn man spürt, wie die Sachen riechen, aber ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde, spülen ist so eine schlechte Tätigkeit. Das macht keinem Spaß. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr im Haushalt überhaupt nicht gerne macht. Und das war definitiv ein Grund. Und dann habe ich was gekauft, Leute. Das schrie nach Sommer. Und zwar sind das wunderschöne Krüge.
Und zwar sind die total angesagt. Seht ihr das? Das ist in so einem bronzenen Deckel. Da ist eine schöne Feder dran. Und hat eine ganz tolle so Maori-Style. Dann habt ihr hier praktisch so einen Strohhalm, ja, den ihr praktisch so von unten reinstopfen könnt. Da könnt ihr dann zum Beispiel eure Cocktails reinmachen oder einfach einen geilen, frisch gepressten Saft oder so. Oder einfach so ein paar Orangenscheiben mit Wasser. Das Ding hat nur 2,95 € gekostet. Und natürlich, weil wir zu zweit wohnen, gab es natürlich zwei davon. Ich finde die sehr, sehr schön. Also ich hab mit meiner besten Freundin eingekauft, mit der lieben Corinna. Und wir haben halt geschaut nach Sachen. Und sie kennt mich halt verdammt gut. Ja, und wir haben halt einfach jetzt echt den ähnlichen Geschmack. Und wir haben das gesehen. Und ich fand das auch irgendwie cool. Weil ich bin auch immer wieder mal unterwegs und gerade jetzt, wenn heiß ist, dann macht man da ein bisschen Eiswürfel rein, ein bisschen stilles Mineralwasser und man ist good to go. Dann aufgrund dessen, dass ich ja dieses Piercing, also ihr müsst es so sehen, ich nehme diese Flüssigkeit und sprühe mir das praktisch da links und rechts. Und wir wollen jetzt ein bisschen eklig sein, dadurch, dass ihr natürlich dieses Ding hier dazwischen habt, ja, habt ihr einfach ganz andere Möglichkeiten, eure Nase zu putzen. Am Anfang sollte man ein bisschen freundlicher und nicht so gewaltsam damit umgehen, weil es aber schon dazu sein kann, dass euch ein bisschen was aufreißt. Und ich habe jetzt mir so Kosmetiktipps geholt und natürlich so ganz normale Wattestäbchen. Damit reinige ich praktisch die ganzen Popel oder sowas daraus. Das musste halt sein, weil komischerweise, Leute, ich habe nicht mal Wattestäbchen hier, weil ich mich jetzt seltenst vermale. Kann ich das mal hochholen. Dann habe ich jetzt hier eine Pflanzenölseife von Alverde und zwar in Bio Fair Vein. Die riecht ganz toll nach einem Zitronenhustenbonbon und damit wasche ich sehr gerne meine Pinsel. Die Alverde-Seifen sind super dafür. Dann habe ich noch mir zwei neue Zahnbürsten gekauft und zwar diese hier. Das sind die Dr. Best Zahnbürsten und zwar mit so einem ganz neuen Köpfchen. Ich kenne das gar nicht. Ich hab jetzt mal natürlich für mich und meinen Freund geholt. Die haben, glaube ich, 2,25 € gekostet. Also super wenig. Die Spülmittel kosten, glaube ich, nur 80 Cent. Dann habe ich habe mir sogar noch eine Brille gekauft, Leute. Ich zeige euch mal hier das Bild. Das ist so eine, was hat die Corinna gesagt? Ich sehe aus wie Daniel Düsentrieb. Das hat sie gesagt. Und ich habe jetzt mir einfach für meine Brillen mir so ein ganz günstiges Täschchen geholt, dass ich praktisch die nicht so arg verkratze. Das ist jetzt einfach mit so einem Kaktus da drauf, ja. Die kostet 1 Euro, 2 Euro, keine Ahnung. 1,99 € glaube ich. Und da könnt ihr eure Sonnenbrillen halt reinpacken. Dann packe ich jetzt mal die kleinen Kruschel-Items aus, weil da sind, ich weiß nicht, so kleine Sachen irgendwie, Kleinvieh macht auch Mist, ja. Also, es ist echt immer so teuer. Ich verstehe aber gar nicht, warum. Und ich habe, glaube ich, jetzt alles. Yes. So. Ich habe mir jetzt ein paar LE-Produkte und natürlich und ein paar Hygieneartikel gekauft, weil das muss einfach sein. Ich habe jetzt hier das Energy Deo von mit Grapefruit und Ingwer. CD-Reinheitsgebot. Ich fand das ganz cool. Das ist nämlich ohne Aluminiumsalz und alles. Ich habe ja sonst immer die Sprays, diese Deo-Sprays, aber muss euch sagen, ich fühle mich irgendwie, das ist mir alles zu viel. Also, das ist irgendwie, das stinkt trotzdem irgendwie. Und ich habe auch so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich zum Beispiel Deos benutze, halten die auch nicht ewig, ja. Deswegen ist das jetzt nichts für mich. Und dann habe ich noch was ganz Cooles mitgenommen, und zwar dieses hier, das Balea reinigende Handgel. Ich bin einfach jetzt an dem Tag, wo ich jetzt praktisch euch das Video hochlade, da bin ich bei der Alida. Und bei der Alida, ich meine, ich bin im Auto unterwegs und so, und ich mache mir immer an meine Handtaschen dieses Teil in die Tasche rein, weil ich einfach finde, dass das sauberer ist. Dann gab es bei Trended Up eine neue Bronzing Edition oder sowas und ich habe mir hier den Coco Bronze mitgenommen. Den Coco Bronze. Diese Sachen habe ich allerdings schon ein paar Tage gekauft. Die riechen super geil nach Kokos. Ich gucke mal, ob ich es euch anzoomen kann. Ich denke, also das seht ihr, das ist die Farbe, das ist richtig so ein schönes Bronze. Dann habe ich mir auch eine Coco Bronze Golden Blush. Also es soll ein Blush sein, aber ich würde jetzt nur den als Blush benutzen. Der hat so einen tollen rosé-goldenen Unterstich. Richtig, richtig schöner Artikel. Ich hatte beide noch nicht. Also ihr seht ja so im Vergleich, das ist wirklich ein Braun und das ist so ein Rosé-Gold. Sehr, sehr schönes Produkt. Und was ich sehr interessant fand, fand ich diesen Golden Bronzing Stick. Und zwar, da wird auch nochmal ein Neuheiten-Video kommen. Und zwar am Mittwoch nächste Woche möchte ich euch alle Neuheiten, die ich jetzt habe, und noch ein extra Video. Das ist praktisch so ein goldener Bronzer. Ja.
Das ist praktisch so ein Produkt, was ich jetzt total cool finde, ja. Also das ist einfach so ein Stick, da könnt ihr das wunderschön in eure Haut einarbeiten und praktisch eure Haut so einen richtigen schönen bronzenen Glow verleihen. Finde ich richtig, richtig cool. Die Trended Up Produkte sind jetzt nicht ganz so billig, also die lagen so zwischen 3,50 € und 4 €. Also Trended Up ist auch recht teuer, muss ich sagen. Kann man jetzt auch nicht sagen, dass das günstig ist, weil ich halt einfach zum Beispiel Essence Top zum Beispiel total gut finde. Und zum Beispiel ich ja total obsessed bin mit diesem Bronzer. Also ich hatte den vorher drauf. Dann habe ich auch noch von der Catrice LE The Dewy Routine, habe ich diesen in der Farbe Bronze. Das ist kein Highlighter, Leute. Das ist irgendwie, so seht ihr das auf dem Finger hier. Ich guck mal, ob ich euch das anzoomen kann. Das ist irgendwie so ein, ja, so ein Schimmerpuder irgendwie. Das ist so ganz leicht. Das ist keine Highlighter-EE. Das kann man eigentlich nicht sagen. Bei der EE geht es eher darum, ein sehr glowy Finish zu machen. Das könnt ihr euch zum Beispiel auch über die Haut geben, unter die Augenpartie und so weiter. Dann habe ich hier das La Petite Marseillaise Süßmandelmilch. Das liebe ich. Ich habe jetzt drei davon aufgebraucht und zwar, ich glaube, Orangenblüte und Milch und das hier. Und das hat mir mit Abstand am besten gefallen. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Items. Darüber wird es ein separates Video geben, Leute. Und zwar, ich denke, morgen. Und zwar ist das die Love Lights Love LE. Und zwar, das sind Putty Highlighter. Diese Putty Highlighter sind so krass. Seht ihr das, wie krass das ist? Diese Putty Highlighter sind, also Putty bedeutet sowas wie knetmäßig einzudrücken, ja? Und diese Putty Highlighter, wie ihr seht, da hat sich mein Abdruck auch abgesetzt. Da gibt es zwei verschiedene Farben, so einen Bronze und einmal so einen hellen. Er ist ein bisschen hell, aber ich denke, ich kann ihn anarbeiten, indem ich hier oben auf den höheren Punkten meines Gesichtes ihn einarbeite. Sehr, sehr schönes Produkt. Das hat allerdings 9,99 € gekostet. Ich bin gespannt, ob es wirkt. Packaging super, super hochwertig. Also, ich finde, da steht Glazed Rose. Also, ich trage Highlighter sehr hoch zum Beispiel, weil ich einfach ein sehr rundes Gesicht habe. Dazu passend gab es einen holographischen Highlighter-Bürstchen. Und zwar fand ich das auch super schön. Das ist nämlich so ein Bürstle, das ist jetzt nicht ganz gerade und da könnt ihr dann sehr viel punktueller eure Highlighter aufsetzen, auftragen. Ich finde das richtig, richtig cool, die Idee. Dann gab es noch fünf Produkte. Das eine ist jetzt hier noch, ich bin Chilled Oasis Mixed Me, Mix with Charm and Exotic. Das ist praktisch so eine Art Nivea Softcreme, aber mit Duft. Und ich habe jetzt praktisch mir eine Sorte rausgesucht. Die riecht eher so ein bisschen minzig. Also, ich mag die Nivea Softcreme unnormal. Ich habe die auch in meiner Tasche. Die werde ich jetzt definitiv einpacken. Und ich finde halt die sehr pflegend, muss ich sagen. Also, das klappt wirklich sehr gut. Dann habe ich natürlich noch von der Limited Edition The Dewy Routine, wo ich dieses Produkt hierher habe, habe ich noch eine Brush. Und zwar auf der Brush steht drauf, dass sie eine Präzisionsbrush ist. Das heißt, entweder könnt ihr sie hier auftragen oder ihr tragt hier zum Beispiel Puder auf oder so. Ich fand die Form richtig genial, die ist so eckig. Und da könnt ihr auch zum Beispiel hier schön kantig oder hier unten was langziehen. Ich finde diese Brushes, ich kann nicht dran vorbeilaufen. Wenn ich Pinsel sehe, falle ich tot um. Und das ist wirklich mega cool. Und ich habe noch mal eine Brush aus dieser LE und zwar ist es auch eine Foundation und Primer Brush. Und habt ihr schon mal so eine crazy Brush gesehen? Die war nicht ganz billig, ich glaube, die hat 7 € gekostet. Da könnt ihr, ich finde, dass ich glaube, einen perfekten Foundation Brush. Weil ihr könnt wirklich so perfekt im Gesicht langfahren. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das eine Primer Brush ist, weil dafür wäre sie mir jetzt zu teuer. Aber ihr könnt wirklich, ich werde das auch austesten in dem Video. Wirklich total gut auch an der Nase entlang, unterm Gesicht und auch so. Sie ist auch wirklich, finde ich, perfekt gebunden, weil sie ist nicht zu fest, aber auch nicht, ist halt ganz schwarz, was ich halt immer cool finde bei Brushes. Die Auftragen von Foundation mit Brushes finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich habe ja zum Beispiel bei der Heidi, dessen Shop ich gerne, gerne verlinke, habe ich ja diese ganz tolle Essence Brush nachgekauft, die ich ja wirklich jeden Tag
benötige, um meine Foundation aufzutragen. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich eine ganz, ganz tolle Brush gefunden, die ich auch total unique finde und ich werde die definitiv testen für euch. Dann habe ich noch den Catrice Camouflage Concealer in Light Neutral, den ich über alles liebe. Und dann habe ich was gefunden, Leute. Da habe ich jetzt sogar schon zwei von und den finde ich richtig Hammer. Das ist der Alverde Hautbildverfeinernde Primer. Das ist ein Primer. Ich liebe ja von Alverde den Hydro Primer. Unnormal. Das ist wirklich eine. Lilly? Lilly? Meine Lilly kommt. Machst du schon wieder Pranks? Nein! Jetzt habe ich auf den Schwanz getreten. Also, Lilly meint, der Primer ist gut. Ich habe den Primer total cool auf meine Handfläche aufgetragen und bin damit zur Arbeit gegangen. Ich hatte das aber total vergessen und habe dann festgestellt, wie weich meine Hand war. Und dann habe ich jetzt 2 Tage lang das jetzt schon mal aufgetragen und habe mir den jetzt als Backup gekauft. Leute, kauft euch den. Da steht drauf, dass praktisch hautbildverfeinernde Sachen drin sind, wie zum Beispiel Hyaluronsäure, Aloe Vera Perlen. Also da sind ja so kleine Böppels dran, das sind Aloe Vera Perlen. Und Bio-Baumwollextrakt. Ich muss euch sagen, die Haut wird sowas von smooth danach. Also extrem geil. Also ich habe dieses Mal wirklich tolle Sachen gefunden beim DM. Wie jeden Monat war es wahrscheinlich nicht der billigste Haul, aber es hat mich unnormal glücklich gemacht. Das Piercing, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Es muss nicht jedem gefallen, Hauptsache es gefällt mir. Und ich habe jetzt wirklich gesagt, in 8 Monaten, in 8 Wochen hole ich mir praktisch einen ganz, ganz tollen indischen orientalischen Stecker. Der ist auch ein bisschen opulent. Und in dem Sinne wünsche ich euch einfach, erfüllt euch eure Wünsche, kauft euch, was ihr möchtet. Und gerade wenn ihr Geld verdient oder eben nicht verdient und einfach euch was gönnen möchtet, dann tut das auch. So wie ich das tue, ich muss sagen, jetzt mein Low-Buy, also sprich mein etwas bedachteres Nachdenken im Einkaufsverhalten, klappt eigentlich ganz gut. Ich habe auch noch einen Beauty Bay Haul für euch, weil bei Beauty Bay gab es neulich 30%, wenn man 140 Euro eingekauft hat. Da habe ich weit über 140 Euro eingekauft, habe aber echt 70 Euro gespart. Das heißt, ich war bei 200 Euro und war dann irgendwann zum Schluss bei 150 oder so. Das hat unnormal Spaß gemacht. Ich habe den ganzen Warenkorb voll gehabt und habe mir wirklich explizit rausgesucht, was mir nun mal gefällt und was ich auch gerne nutzen würde. Und das würde ich euch auf den Weg geben, wenn ihr zum Beispiel so im DM seid und ihr seid total voll mit Ideen, was ihr kaufen wollt. Sucht euch wirklich aus, zum Beispiel, wisst ihr, wenn ihr zum Beispiel sowas gar nicht benutzen würdet, ja? Ich stehe ja total auf Glowy Puder, aber ich habe halt nicht so viel. Wenn ihr zum Beispiel sagt, Leute, ihr habt schon 10 Bronzer, dann kauft sie nicht. Also ich weiß ja, dass die Limited Bronzer unnormal gut sind von Kiko, deswegen kaufe ich mir sie auch. Und gönnt euch einfach was und habt ein wunderschönes Wochenende. Lasst euch verwöhnen, meine Schönen. Und tragt kein Make-up, denn es hilft nichts. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video wieder.